Heute wieder mal eine digitale Sportstunde für euch. Und heute machen wir mal ein Battle. Wir geben uns mal voll. Bisschen Challenges, ne? Richtig. Und da wollen wir natürlich, dass ihr auch mit battelt. Ja? Also ganz wichtig ist, dass ihr euch vorher erwärmt und dass ihr zwischendrin Pausen lasst. Wir haben ein paar schöne Übungen. Ihr seht, es geht los mit Seilspringen. Jeder hat zu Hause ein Seil, eine Wäscheleine oder ähnliches. Kann man alles benutzen. Und dann wollen wir mal gucken, wie viel wir in einer Minute an Durchschlägen schaffen. Das nächste Battle wird sein, an der Wand zu sitzen und auszuhalten. Mal sehen, wie viel ihr schafft an Sekunden, Minuten. Dann haben wir noch ein Battle, was wir für die Bauchmuskeln haben. Wer die besten Bauchmuskeln hat. Und dann hängen wir uns noch auf. Genau, Klimmzugstange oder ein Drachen dann an der Wäschestange. Genau, und dann haben wir noch was mit Lenken gehabt. Lenken wir auch noch, genau. Genau, also ordentlich erwärmen, den Opfer oder Gewinner an eure Seite, gegen die noch eine Chance hat oder nicht, am besten mit der ganzen Familie. Und ja, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wir starten immer bei 5 Sekunden, die Uhr läuft mit, dass ihr wisst, dass wir keinen Beschiss machen, sondern wir starten bei 5 Sekunden, weil es uns geht nicht starten und dann loslegen. Okay? Ja, und nehmt eure Werte, schreibt sie auf, behaltet sie, bringt sie uns mit oder schreibt sie uns. Mal sehen, ob jemand uns übertrumpfen kann. Also, wir hoffen drauf. Das. Ja. Ne? Na genau. Gut. So, erste Challenge. Ich drücke jetzt auf die Uhr und bei 5 Sekunden geht's los. Und wenn die Minute vorbei ist, sehen wir, wer gewonnen hat. Einen Sieger und einen Verlierer. Eine Siegerin und einen Verlierer? So. Mal sehen. Startklar machen. Ja, geht gleich los. Und los. Aufgabe haben wir nicht. Wir müssen erstmal am Computer nachzählen, weil wir haben uns verzählt. Genau. Und die Werte frage ich dann ein. Also wir wissen nicht, wer jetzt gewonnen hat. Wir werden es dann sehen, aber ich denke, obwohl du dich öfters versprungen hast, warst du schneller. Es wird vielleicht gleich sein, so ungefähr. Ja, wir werden sehen. Dann wollen wir mal sehen. Gut, kurze Pause und dann geht's weiter für die nächste Challenge. Genau. Trinkt was zwischendrin und dann geht's los. Challenge. Nächste Challenge, es geht weiter. Was machen wir jetzt? Pecken! Lenken, Unterarmstütz, yippie! Wir haben schon überlegt, wie lange wir schaffen. Wir haben uns so vorgenommen, so 2,5-3 Minuten wäre ganz cool. Mal sehen, wie viel ihr schafft. Wir haben das schon mal im Trainingslager probiert, da waren wir nicht gut bei 4 Minuten, über 4 Minuten. Über 4 Minuten, ja. Aber 4,20 ist der Rekord, der Schulrekord. Genau. Mhm. Wir probieren es. Ja. Also ich starte wieder die Uhr und bei 5 Sekunden geht es dann los und wir gucken, wie lange wir durchhalten. Genau. Unterarmstütz auf die Fußspitzen und die Beine dürfen natürlich nicht den Boden berühren. Das heißt also die Hüfte immer alles schön eine gerade, nicht durchhängen lassen und kein Bobs machen, ne, nach oben raus. Wir probieren es. Okay. Probieren wir es. So. Gehen in Position. Bauchlage, jetzt mich hin. Und los geht's. Halten. Und halten. Ach, geh doch.
Die ersten 10 Sekunden sind kein Problem. Ja. Das ist doch total schön. Alles gut. Paul. Und was hast du so schön gemacht am Wochenende? Fahrradfahren. Ich war nochmal Skifahren. Ging schön. Gestern nochmal richtig gut. Ja. Immer raus. Und du bist schon Fahrrad gefahren, ja, wieder. Also alles möglich zurzeit. Genau, selbst Inliner geht schon auf dem Rad gegen. Ja. Ja, doch schon fast 40 Sekunden weg. Na, dann ist doch gut. Ja. Dann schaffen wir die anderen 2 Minuten auch noch. Ja. Das Gemeine ist ja, ich bin ja schwerer und deswegen muss ich mehr halten. Deswegen habe ich die Challenge vorgeschlagen. Ich habe gehofft, wieder ein Opfer zu haben. Aber ich glaube, diesmal wird es sehr ausgewogen werden. Ja, mal sehen. Eine Minute und 5 Sekunden haben wir jetzt weg. Aha. Bei mir knackt es im Rücken. Knick. Ist gut, wenn es noch knackt. Paul. Es ist so, wenn man alt wird, haben sie gesagt. Dann knackt es. Boah. Knack, knack. Eine Minute 20 haben wir. Denkt ihr auch alle noch? Dann denke ich auch noch. Ja, ich bräuchte was zum Lesen, das lenkt schon ab. Selbst wenn ich aufgeben sollte, du machst weiter, ne? Na, aber sicher doch. Die Emily war's. Die hat den Rekord gemacht damals. Die hat auch bis 5 Gramm gewogen. Das stimmt. 2 Minuten haben wir weg. Die war fest. Die Sau. Tut's schon weh? Ja, zitter. Und bei dir? Aha. Ist auch schön. 2:18 erst. Möchten wir ja noch mal so lange. Du musst noch 5 Sekunden abziehen. Ach so, auch noch. 2:20 haben wir jetzt weg. Okay. Ich versuche, die 3 Minuten zu schaffen. Wir hatten noch irgendeinen so ganz sportlichen in der Klasse 9, der sich extra ein Sportprogramm gewünscht hat. Ja, der hieß Luis. Der heißt Luis. Luis, das ist jetzt die Hommage an dich. Du hast länger auszuhalten, Alter. Oh. Persönliches Battle für Luis. Nein, alle anderen müssen auch mitmachen. Aua! Jetzt kann er aufgeben, ist nicht. Der Herr May tropft. Ja. Nee, ich schwitze, es dauert schon noch wieder. Oh, ich kann nicht mehr. Man muss bis ordentlich reden immer. Ja, nicht drauf konzentrieren. Am besten Fernsehen gucken oder sowas dabei. Das geht auch gut. Och, das ist. Du hast gewonnen. Okay, aber das ist aber jetzt du machst kein noch Anspruch. Weiter. Das ist kein Anspruch jetzt. Jetzt habe ich ja niemanden mehr. Doch. Du hast die ganzen Schüler. Ach, das erzähl mir was Schönes. Nee, ich hätte nur böse Witze. Böse Witze? Nein, los, erzähl mir mal einen bösen Witz. Nein. Nein, oh. Wir sind nicht für die anderen. Nicht kinderfrei. 3 Minuten 40, du bist verrückt. Ja, mal sehen, ob wir noch die 4 schaffen. Schaffst du. Das tut schon weh. Vor allen Dingen, dass ich die anderen Battles dann alle nicht mehr schaffen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Du gibst dich auf, komm. Noch 5 Sekunden hast du die 4 Minuten fertig. Okay. Du schaffst noch länger, los. 4 Minuten geschafft? Ja, ja, aber du gibst nicht auf. Alter Schwede. Au. 4 Minuten 10. Komm, die 4 Minuten 20. Ich hoffe, es steht jetzt noch jemand mit mir. Nicht, dass ich das hier wirklich ganz alleine machen muss. 4:20. 4:30 schaffst du. Wisst ihr, dass da der Weltrekord irgendwas mit 24 Stunden ist oder so? Ja. Oh, wie macht der das? 4:30 geschafft. Das ist der Wahnsinn. Da könnte ich gar nicht gewinnen. Dann los. Fünf Minuten Wahnsinn.
krasses Ding. Ja. Ja. Hilfe. Da habe ich keine Chance. Ich lasse die Uhr noch ein bisschen laufen, falls noch jemand zu Hause weitermacht. Ja, genau. Aber ich glaube es nicht. Oh, meine Hände. Oh, ja. Alles fertig. Wahnsinn. Lass noch die 5 Sekunden. Wer schafft mich? Das würde ich wirklich gerne mal wissen. Gut, 5 Minuten 30 sind um. Ich Super. Glaube, jetzt steht keiner mehr. Machen kurze Pause, trinkt was, erholt euch kurz und dann geht's an die nächste Challenge. Oh yeah, die wird auch toll. So, was hat man eben gemacht? Ich habe schon vergessen, Plänken. Beim Plänken habe ich versagt, das ist falsch, 3 Minuten ist in Ordnung, aber 4,5 Minuten ist der Wahnsinn. Nächste Disziplin, setze mich schon mal hin. Oh, oh. Wir machen Schwebesitz. Ich zeige ganz kurz, Beine anheben, Arme rechts und links daneben und versuchen, so lange wie es geht zu halten. Die Beine im rechten Winkel ungefähr zur Wand, also den Boden gleichmäßig im Abstand her zu halten. Und das Enkel wackelt nicht. Genau. Ja. Und dann gucken wir mal, wer jetzt länger durchhält. Wir fangen wieder bei 5 Sekunden an. Jawohl. Und dann gucken wir mal. Ich möchte auch mal gewinnen. Ich denke, das wirst du jetzt. Schauen wir mal. Na, schauen wir mal. Fertig? Seid ihr bereit? Hoch die Krähen. Okay. Und wir halten. So. Okay. Das ist am Anfang nicht so anstrengend, ne? Also, nö, kann, ist alles gut. Ich könnte denken, das geht. Ja. Wie ja. Beim Lenken ist auch alles schick. Und damit einmal. Genau. Ja. Wir haben 20 Sekunden weg. Okay. Da war auch noch alles schick. Ja. 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 Ich habe keine Bauchmuskeln. Ich denke, ich werde sofort gleich dann. Aber nein, das geht ja nicht auf. Wir beißen ja ordentlich. Muss ja was werden hier. Nee, das gibt ja sowieso nicht auf. Morgen Muskelkater ist ein mörderischer. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los? Weht ihr noch nicht? Das geht noch. Ja. Das ist okay. Aber du kannst mich gerne gewinnen lassen. Okay, alles klar. 50 Sekunden haben wir. Das fällt mir aber so schwer. Ich weiß. Das ist das Blöde bei Sportlern, ne? Dass Sportler die nicht verlieren können. Sportler wollen nicht aufgeben. Die wollen nicht aufgeben, genau. Und eine Minute haben wir. Auch nicht. Das geht gar nicht. Und schön in den Bauch hineinatmen. Wieder uns fit richten. Gleich krieg ich's Kind. Ich muss doch lachen. Eine Minute haben wir. Eine Minute 30, Entschuldigung. Ich weiß nicht, was mir alles weh tut. Ich darf gewinnen! Pause wieder und genau. Dann was trinken zur nächsten Challenge. So, komm ran, nächste Disziplin. Wir hängen uns auf. Also wenn ihr keine Schützenstange habt, was selbstverständlich der Fall sein wird, im Garten eine Wäschestange. Geht auch. Oder ja. Auf dem Spielplatz gibt es auch solche Stangen. Mal gucken. Da findet sich was. Wir wollen gucken, wie lange wir hängen können. Einfach mal hängen lassen. Die Seele baumeln lassen. Genau. Ne? Ja, und wir starten wieder bei 5 Sekunden. Das Problem ist für uns, dass wir jetzt nicht sehen, wie lange wir durchhalten. Ne? Aha. Oder vielleicht sehen wir es ja
Stunde Uhr. Ah. Wir werden sehen. Dann halt nur so lange aus, wie nur aus. Ich glaube, richtig gut ist auch eine Minute. Das ist schon was wert. Das nehmen wir uns mal vor. Wir gucken mal. Anmachen, Laufklettern, los geht's. Ja, so langsam und einfach die Arme lang lassen und hängen lassen. Hängst du schon? Oh, du bist höher diesmal. Ich baumel. Ist doof mit dem Baumeln. Ja. Das muss man ja aushalten. Und wer glaubt, ich komme mit den Füßen runter, das sieht bloß so aus. Es baumelt. Ich sehe es, ich bin Zeuge. Ja. Ich möchte bitte nicht mehr baumeln. Wir haben schon 20 Sekunden. Ganz schön zu viel, ne? Ja, an den Händen, weil keine Hornhaut drauf ist bei mir. Hm. Aber der Herr May hat sich ja Handschuhe mitgebracht. Und wir haben nichts verraten. Ich habe gecheatet. Genau, gecheatet. Oh, es tut trotzdem weh. Das sind eigentlich nur die Hände, ne? Was da weh tut. Boah. 45 Sekunden haben wir. Alles gut. Oh nee. Hast du hier schon was gegessen? Ja. Ein, warte mal, wie heißt die? Ein TikTok und ein Warte. Nein! Klar habe ich gefrühstückt. Haferflocken? Nein, Semmel mit Marmelade. Ich kann nicht mehr. Minute. Au weh? Minute 5. Es tut mir weh. Eine Minute ungefähr. Au, au. Zieh es auch lange mit dem Finger auf. Bestimmt blaue Hände hier, Blutblasen. Oh. Was ist los? Kannst du vergessen. Aua. 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 Das war toll. Meine Hände. Aber war gut. Ich glaube, anderthalb Minuten haben wir noch geschafft. Guck mal, wie das aussieht. Das tut auch weh, ne? Ja, war nicht schlecht. Also mal sehen, wer länger durchhält von euch. Aha. Er kriegt ein Bienchen. Oh, nee, nicht nur ein Bienchen. Gehen wir hinaus. Also, Schucke, mindestens. Für die Gummibärchen. Gab's doch mal auf Ramberg. Challenge von uns für heute, jetzt. Oh yeah, jetzt wird es nochmal haarig. Und zwar für, wie heißt das? Hat das einen Namen? An die Wand setzen, ne? An die Wand setzen. Und Beine halten, ne? Im rechten Winkel. Das ist wichtig, dass du Beine im rechten Winkel hast. Ja. Und halten. Und halten. Okay. Und die Hände nicht auf die Beine abstützen. Hüfte geht. Wollen wir? So. Das geht alles, bloß nicht hier drauf. Nicht abstützen, ne? Ja, genau. Okay. Ansonsten kann man die Hände überall hin. Wir starten wieder bei 5 Sekunden. Ich mach mal nass. Da wird es nämlich immer rutschig in der Halle. Aber jetzt nicht. Jetzt nicht. Ja? So, wir starten bei 5 Sekunden. 2, 1 und los. Und wir halten. Okay. So, alles schick. Macht alles keinen Spaß. Also mit dir schon, aber irgendwie. Für unsere alten armen Knochen macht das keinen Spaß. Nee, das ich glaube, wir beschreiben uns ganz gut. Ich bin wirklich gespannt, ob von den Kindern uns jemand überbieten kann. Ja. So. Also mich bestimmt eher als dich, aber. Mal sehen. Das wollen wir wissen. Das wollen wir von euch wissen. Genau, schreibt uns. Wirklich. Halb in den Hammer. Ist schon mal was wert. Ja. Ist noch. Wir haben immer so 2-3 Minuten Pause gemacht zwischen jeder Challenge. Richtig. Ja, und dann geht's weiter. Und am besten ist es halt wirklich, dass du es nicht alleine machst, sondern hast halt noch jemanden dazu. Entweder redet ihr eben gegen uns an oder sucht euch zu Hause noch. Genau. Kleine Schwester, Bruder. Nee, besser Juni ist es Party. Sogar, ja, ist sogar besser, wenn ihr jemanden habt, der ungefähr gleich so stolz ist wie ihr. Oder macht eine ganze Familien-Challenge draus. Das ist auch schlecht. Ja? Genau. Mit Preisen. Sieger muss ein Geschirrspüler für eine Woche nicht ausräumen. Ja, yeah, das wäre doch mal was. Genau. So, guck mal, 1 Minute 15 haben wir schon weg. Es brennt aber auch schön schick. Ja, das zieht schon ein bisschen, ne? Mein Hund und Knien.
nicht viel Kraft. Vor allen Dingen habe ich immer das Bedürfnis, mich hier abzustützen. Ja. Meine Arme sind übrig. Am helfen Himmel. Mhm. Oh, zittert es bei dir schon? Ja. Bei mir zittert es jetzt. Aua! Oh, seht ihr das? Wie das zittert. Das tut schon ein bisschen weh. Ja. Dann gleich 2 Minuten weg. Das war jetzt. Mhm. Das ist meine Beine. Machen, was sie wollen. Oh, let's twist again. Zwei Minuten 15. Ah, mei, du siehst noch gut aus. Nee, es ist zu viel. Ich bin konzentriert. Ach so. Fokus. Das kann ich gar nicht. Ich muss immer meine Gedanken schweifen lassen. Gar nicht dran denken, was ich hier tue. Oh, herrlich. 2,5 Minuten. Aha. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, ich will noch ein bisschen. Ja, ich will auch noch ein bisschen. Ich glaube, da sind welche dabei, die kennen das länger. Aber der Herr May macht auch schon den Twist. Ja, ich sehe es. Oh. 3 Minuten schaffe ich, dann ist Schluss. Nehmen wir uns vor. Oh. Kannst du denn gar nicht mehr aufstehen? Gib's doch nicht! Ich geh dann lieber kleiner unten, ne? Ich hab bis auf einmal was alles verloren. Oh, Herr May, ich hab dich trotzdem lieb. Ja. Oh, herrlich. Wahnsinn. Frau Zwingberger, bist du Wahnsinn. Aber das ist, weil ich so klein und kompakt bin. Wenn man so lang hat, hat man ja auch größere, hat man ja auch größere Hebel. Ja. Oh. Wahnsinn. Außerdem habe ich 2 Kinder gekriegt. 4 Minuten wieder. Schaffst du, das schaffst du auf jeden Fall. Komm, nur noch 10 Sekunden. Noch 5. Oh, jawoll. Jetzt hättest du 4 Minuten geschafft. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich aufstehen kann und nur runterkommen kann. Ich muss jetzt einfach hier hinbleiben, weil ich gebe nichts mehr anderes. Ich überlege jetzt einfach, wie ich aufhöre. Lass dich fallen, nee, ne? Einfach so fallen? Viel. Aber du kannst doch jetzt einfach noch, jetzt kannst du noch die 10 Sekunden durchhalten. Und dann? Hast du 4 Minuten 30 und dann schubst ich dich um. Okay, dann schubst du mich um. Noch 5. Wird er anstrengend. Glückwunsch. Oh, nichtsdestotrotz, probiert's. Wir wollen ja gegen euch antreten. Und ihr gegen und uns. Ihr gegen uns, genau. Und das ist doch das Wichtigste. Gebt uns Bescheid. Ne? Also dann, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.